Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusfolge Atelier Lüdi und Zülle. Diese Bonusfolge soll sich hauptsächlich mit euren Kommentaren beschäftigen. Normalerweise mache ich es ja immer so, dass ich am Wochenende, so von Freitag bis Sonntag, dann die Folgen aufnehme, die ich für eine Woche brauche, weil ich nach der Arbeit einfach meist zu geschafft dazu bin. Jetzt ist Atelier Lüdi und Zülle aber direkt vor Ostern rausgekommen und da habe ich natürlich die Zeit genutzt, da schon ein paar mehr zu spielen, ein paar mehr Folgen aufzunehmen. Und das heißt, ich habe dann schon 18 Folgen aufgenommen und kann natürlich nicht vernünftig auf eure Kommentare eingehen. Das möchte ich jetzt mit dieser Bonusfolge erschlagen. Also übrigens, nach Folge 18, da geht es dann wieder im normalen Rhythmus weiter. Da kann ich dann wieder kurzfristiger auf euch reagieren. Aber jetzt erstmal zu den Sachen, die ihr mir geschrieben habt. Erstmal ein Denkfehler, den ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel über das Springen gesprochen bei unserer To-Do-Liste. Nee, To-Do-Liste war es gar nicht, hier bei unserem Ambition. Da dachte ich, na, das habe ich ja gern, so Spiele, wo man dann draußen rumlaufen muss und 10-mal springen. So ein bisschen wie bei Neptunia zum Beispiel. Aber hier macht es tatsächlich Sinn, wurde ich aufgeklärt. Denn diese Aufgabe dient ja dazu, dass Lüdi stärker wird. Und jetzt muss man hier, wie es China Tiger so schön genannt hat, doch die Flufftexte mal durchlesen. Lüdi ist einfach viel zu schwach für diese Arbeit, die wir hier machen. Lass mich mal überlegen. Ich habe eine Idee. Wenn sie anfängt zu trainieren und stärker wird, dann können wir das später auch mal als das ultimative Workout-Programm verkaufen. Das auch bei jedem funktioniert. Klar, wenn es bei Lüdi funktioniert, dann funktioniert es auch bei anderen Leuten. Und dazu hat sich Süle halt überlegt, ja, Lüdi soll mal ein bisschen mehr springen draußen, soll sich an Monster anschleichen, soll Steinmaterial anschleppen und soll auch mit dem Stab zuschlagen. Dadurch wird sie halt körperlich stärker. Und so gesehen macht das alles völlig Sinn. Oder ist völlig logisch. Und Lüdis Kommentar dazu ist aber, oh nee, ich bin ziemlich müde. Ich glaube, wir haben jetzt genug gemacht. Ich spüre auch noch überhaupt keine Veränderung. Und dann Zülle nochmal dazu. Ja, aber es sollte für unsere Zwecke reichen. Unglücklicherweise sind Lüdis Arme immer noch wabbeliger als ein Puni. Auch die anderen Aufgaben, die wir halt haben. Natürlich, wir gehen hier raus und besuchen erstmal die ganzen anderen Geschäfte, damit wir halt Geschäftsbeziehungen aufbauen können. Ist auch sinnvoll. Dann sollen wir Monster besiegen, damit man uns später die Dämonenkönigin nennt oder besser Dämonenschwestern vielleicht. Und hier halt, um uns allgemein in der Stadt bekannter zu machen. Und diese Texte, die gibt es übrigens überall. Die gibt es, glaube ich, auch bei den To-Do-Listen. Hier zum Beispiel müssen wir jetzt zu unserem nächsten Rang. Und da fragt sich Lüdi schon, ja, was wird wohl der nächste Test sein? Da bin ich ganz schön nervös. Und zu denn? Ja, wird schon klappen. Am Ende wird sowieso alles gut laufen. Und das sind so Kleinigkeiten in dem Spiel, die das Spiel einfach interessant machen und auf die ich im Let's Play gar nicht so achte, weil ich mich da mehr so auf das Wesentliche konzentriere. Ich habe auch immer Angst, denn die Leute zu langweilen, wenn ich zu viel rumstromere und Löcher in die Luft starre. Aber es gibt da halt ein paar Sachen, wie zum Beispiel... muss ich doch nochmal eben hier Schnellreise benutzen. Also das ist jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Dann machen wir erst was anderes, komm. Dann gehen wir erstmal hier in den Nearby Forest. Denn ein leidiges Thema bei mir ist ja noch Princess Grass, was ich einfach nicht gefunden habe. Weil ich einfach unglücklich gesucht habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nach Prinzessgras suche, dann werde ich keins finden, weil es dunkel ist.
Prinzessgras finde ich nur bei Tag. Das heißt, hier in solchen Büschen könnte es zum Beispiel drin sein. Aber hier wird jetzt wahrscheinlich nur Thorn drin sein. Oh nee, da ist tatsächlich Prinzessgras drin. Interessant, habe ich wieder ein bisschen was dazugelernt. Jetzt haben wir aber bewölkten Himmel. Ich meine wieder, es dürfte kein Prinzessgras geben. Testen wir es mal aus, wieder dieser Busch beinhaltet ist. Doch, ist auch da. Das heißt, in Folge 18, wo ich euch das ganze System erkläre, habe ich mich also auch schon wieder getäuscht. Es war bislang einfach Pech, dass ich einfach sehr wenig in diesen dicken Büschen gesucht habe und am Schluss glaubte, dass sie nur bei Tageslicht und auch nur bei Sonnenschein hier überhaupt auftauchen. Das ist aber nicht der Fall. Dann kommen wir zum anderen Kommentar, wo nochmal erwähnt wurde, dass hier ein Monster-Respawn nur noch bei Tag-Nacht-Wechsel erfolgt und nicht mehr wie es früher war, so alle 6 Stunden, wenn jetzt also zum Beispiel die Zeit, die Tagesperiode von morgens nach mittags wechselte oder von mittags nach abends oder von abends nach nachts. Das heißt, bei Atelier 4 gab es doppelt so viele Monster-Respawns und außerdem bei jedem Wetterwechsel gab es noch Monster-Respawns. Das ist hier eben auch nicht mehr der Fall. Dann können wir mal wieder zurückgehen und uns um andere Sachen kümmern in den Kommentaren. Achso, genau. Da habt ihr noch kurz gesehen. Das klicke ich jetzt gerade mal eben kurz weg. Das wird sicherlich in der nächsten Folge erst stattfinden. Tut mir leid. Ich habe jetzt halt genau nach Folge 9 das hier eingebaut. Weil das halt der Stand der Dinge war. Also ich möchte diese Folge, diese Bonusfolge genau hochladen, wenn Folge 9 gelaufen ist. Beziehungsweise Folge 9 ist heute erschienen und ich nehme das jetzt gerade frisch auf, um dann nach Folge 9 auf eure Kommentare einzugehen. Und die kurze Szene, die ihr jetzt gerade gesehen habt, wird wahrscheinlich dann in Folge 10 passieren. So, jetzt wollte ich aber gerade mal hier bei Tag in den Garden of Merk, nämlich zu Dings Laden. Wie ist sie noch gleich? Liane. Zu Lianes Laden wollte ich nochmal. Aber bevor wir das machen, genau, gehen wir nochmal zu einem anderen Laden. Gehen wir nochmal eben kurz zum Vergleich zu Pamelas Laden, obwohl da wird wieder ein Event passieren. Das lassen wir. Ich verrate es euch so. Wenn wir Pamela besuchen, heißt Pamelas Laden einfach Pamelas Laden. Und ich habe dann gar nicht mehr darauf geachtet, wie die Läden überhaupt heißen, weil ich halt davon ausginge, die heißen dann halt hier Lianes Laden. Ist aber nicht so. Hier heißt der Laden nämlich anders, wenn ihr links oben auf den Text achtet. Lovely Fieres. Mit ganz vielen Herzchen dabei. Da sieht man, wie viel Liebe doch Liane für ihre Schwester empfindet. Und Lianes Liebe geht ja auch ein bisschen über Schwestergefühle hinaus. Allerdings, wenn sie den Laden so nennt, kann es natürlich Missverständnisse geben, dass die Leute denken, ach Mensch, die Verkäuferin hier heißt Fieres. Ist es aber nicht. Wo wir gerade beim Thema Fieres sind. Ich wurde noch darauf hingewiesen, dass in der Folge 4 oder so oder 5 wir eine Abenteurerin gesehen haben, die das Schloss verlassen hat. Zumindest glaubte ich, dass es eine Abenteurerin gewesen wäre. Aber es soll wohl Fieres gewesen sein. Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und sie sah tatsächlich aus wie Fieres. Ein bisschen ja, emanzipierter, ein bisschen mehr auf Naturbursche, so von hinten. Die Haare waren halt ein bisschen anders. Aber ich denke, es kann gut Fieres sein und deshalb eben auch ein anderer Kommentar, dass dieses Zelt wahrscheinlich Fieres gehört. Hätte ja auch Sophie gehören können, wer weiß das schon. Da müssen wir nochmal eben weiter gucken. Genau, es geht nochmal um die Alchemie. Jetzt kommt da schon wieder ein Event, ich fasse es nicht. Tut mir leid, also nochmal eben kurz weggucken. So, da waren jetzt gerade 2 Events, denen ich nicht aus dem Weg gehen konnte. Die habe ich jetzt aber rausgeschnitten, damit ich euch nicht spoilere. Diese Events werden dann wahrscheinlich in Folge 10 vorkommen. Eine Sache, da ging es hier noch um die Alchemie.
Und zwar um die grauen Balken. Wir sehen jetzt in diesem Fall, wir können... wir haben 10 dunkelgraue Balken bei Physical Damage S. Und dann noch weitere hellgraue Balken. Und da wurde noch erwähnt, dass das auch vom Alchemie-Level abhängt. Ungefähr alle 10 Level sollen wir wohl einen zusätzlichen Strich bekommen. Das heißt, jetzt sind wir jetzt ja gerade Level 10. Deshalb haben wir halt diese Anzahl an Strichen. Und wären wir jetzt ein Level niedriger, hätten wir halt einen Strich weniger. Und bei Level 20 bekommen wir halt wieder einen automatischen Strich dazu, den wir da füllen können. Den Rest müssen wir halt mit Katalysatoren machen. Das habe ich in der Katalysator-Folge dann ja auch schon zum Teil rausgefunden. Und dann wurde noch erwähnt, dass die besten Materialien in Gemälden gibt. Ja, wir waren noch in keinem Gemälde. Wir waren in einem Gemälde, wo wir halt noch nicht viel sammeln konnten. Das werden wir dann mal sehen, ob das so ist. Dann ging das noch darum, wenn wir jetzt hier Sachen für die Synthese ausgewählt haben, können wir halt hier die Materialien platzieren und hier die Materialien austauschen gegen was anderes. Das finde ich sehr praktisch gemacht und gleichzeitig können wir auch mit L1 die Katalysatoren austauschen. Das habe ich ja irgendwann auch rausgefunden, trotzdem freue ich mich immer über solche Kommentare, die mir da Tipps zum Spiel geben, denn oft übersehe ich ja solche Sachen auch. Dann ein weiterer Punkt ist hier unsere Ausrüstung. Und zwar, wenn wir hier unsere Kampfausrüstung mal eben angucken, dann sehen wir da einen Equip-Effekt. In diesem Fall 3, da auch 3. Ich weiß nicht, ob vielleicht Matthias da mehr hat. Der hat sogar mal 4. Und da gibt es wohl auf der Tecmo-Koai-Seite einen Hinweis, dass dieser Equip-Effekt die ganze Ausrüstung besser machen soll. Also insgesamt alle Attribute der Ausrüstung halt verbessert. Die Spielererfahrung soll aber wohl dahingehend sein, dass es nur wenig Effekt hat. Also wenn nur minimal gesteigert wird. Deshalb vermute ich, dass wir dann, oder deshalb wurde mir geraten, dass wir mehr auf Trades gehen sollen. Und ich denke, dass es vielleicht auch ohne Trades gar nichts bringt, diesen Equip-Effekt zu haben. Vielleicht macht er nur die Trades stärker. Ich werde jedenfalls in Zukunft darauf achten, dass ich zuerst dafür sorge, dass wir gute Trades haben. Und wenn dann noch was übrig ist, dann machen wir halt diesen Equip-Effekt besser. Also er ist nicht etwa dafür da, hier viel Materia unterzubringen oder so, dass man da mehr einbauen kann in die Waffe. Und er ist auch nicht so, dass man jetzt, sagen wir mal, einen Charakter nur mit maximal Equip-Effekt 10 oder so ausrüsten kann, sondern insgesamt steigert er die Güteklasse der Waffe. Gut, das waren so die ganzen Kommentare zum Gameplay. Und dann gucken wir uns noch mal eben das Rezeptbuch an. Ich dachte, da gäbe es jetzt auch noch ein paar Flufftexte, ist aber gar nicht so. Das heißt, wir haben das nur bei den Ambitions. Da können wir jetzt auch noch mal hier rechts rübergehen, oder? Ne, genau, gehen wir die Sachen hier noch mal eben durch. Also, wir müssen allen Leuten zeigen, dass wir ein respektables Atelier sind. Und wir sind die besten. Also nochmal. Wir müssen allen zeigen, dass wir vor allem ein respektables Atelier sind und dass wir die Besten in dem sind, was wir so tun. Die beste Art und Weise, das zu tun, ist, rauszugehen und uns einen Namen zu machen. Es scheint, dass unsere Reputation besser geworden ist, wenn auch nur ein wenig.
Ich spüre aber den Unterschied, also machen wir weiter so. Ich glaube, wir haben jetzt das getan, was wir tun konnten. Also müssen wir jetzt auf unsere Fähigkeiten konzentrieren, damit wir wirklich berühmt werden. Diese beiden Texte sind jetzt dadurch entstanden, dass wir oben rechts die vier Aufgaben bereits erledigt haben. Ich glaube, wir haben jetzt bereits sowieso alles erledigt, ja. Jeder hasst doch Monster, oder? Wenn wir da jetzt rausgehen und sie besiegen, dann wird unsere Reputation auf jeden Fall besser. Also, gehen wir da raus und machen das, damit uns die Leute irgendwann als Dämonenkönigin bezeichnen. Naja, momentan sind wir eher mehr so Dämonenprinzessin. Wie können wir denn das schneller machen? Ich bin Su, die Dämonenkönigin. Knie nieder vor mir, armseliges Monster. Und was dich, stärkeres Monster, betrifft, dir zeige ich Gnade. Du darfst gehen. Okay, es ist an der Zeit, die Leute dazu zu bringen und zu unterstützen. Ha, das wird meine absolute Lieblingsbeschäftigung sein. Gehen wir da raus und arbeiten an einem Konsens zwischen den Leuten und unserem Ruf. Oder ach so, nee, und sorgen für einen Boost für unseren Ruf. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Der Rest ist nur eine Sache der Verhandlung. Nein, das ist mehr als ausreichend für unsere Bedürfnisse. Also, begutachte die Macht von Su, der Meistertaktikerin. Und beim Workout, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und genauso wird es dann beim nächsten Rang auch wieder ähnliche Aufgaben geben und wieder ähnliche Flufftexte. Das finde ich, haben die sehr schön gemacht. Ich weiß gar nicht, gibt es bei der Ausrüstung hier auch noch was? Irgendwo bei den Sachen? Nee, Submenü auch nicht. Gut, ich werde jetzt in Zukunft jedenfalls gehäuft darauf achten, dass wir uns die Kommentare dann nochmal angucken. Jedenfalls vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Das zeigt mir, dass ihr Spaß am Spiel habt und wir sehen uns dann spätestens in Folge 19 wieder, wenn ich die restlichen Kommentare dann nochmal unter die Lupe genommen haben werde. Also macht's gut, bis dann. Tschüss!